Also ich glaube, es ist halt eine Mischung aus, sage ich mal, impliziter oder expliziter Spielregel, dass man den Rahmen absteckt. Wir haben zum Beispiel die Regel, schreibt nichts Dummes auf die Webpage. Jeder kann über seinen Blog selber entscheiden, ob er das, was er dort bloggt, auch auf unserer Webpage veröffentlicht. Und durch diese Regel oder durch diesen geteilten Wert bekommt man es hin, dass bestimmte Dinge nicht stattfinden. Andere größere Unternehmen haben Blog-Policies, wo halt differenzierter beschrieben wird, was heißt das jetzt, nichts Dummes zu machen. Nämlich dann, wenn die Firma Schaden nimmt. Und ich glaube, dass Mitarbeiter, wenn man sie ernst nimmt, in ihrer Verantwortung auch ein gutes Gefühl dafür haben, was sie sagen und was sie nicht sagen können. Das Zweite wäre, dass man dem Mitarbeiter selber die Verantwortung dafür überlässt, wie viel Privacy er von sich preisgeben möchte. Das bedeutet, die Frage, wo ich etwas veröffentliche, was ich veröffentliche, das muss alles komplett freiwillig sein. Weil ich kann niemanden zum Bloggen zwingen, sondern ich muss die Leute nehmen, die sich auch immer in Gruppen stärker exponieren, die Experten, die was zu sagen haben. Das ist aus meiner Sicht auch ein hervorragender Anreiz, um die Expertenlaufbahn im Haus auch aufzuwerten. Das ist ja auch in vielen Großunternehmen das Dilemma, wenn man nicht die Managementlaufbahn einschlägt, wie kann man die Wertschätzung für Experten auch haben? Und gerade solche Plattformen bieten natürlich Experten die Möglichkeit, selber Wissen darzustellen. Und was dann dort an Bewertung stattfindet, glaube ich, sollte das direkteste Feedback sein, nämlich die Bewertung der Qualität über das, was veröffentlicht wird. Kein anonymes Blogging, sondern der Name steht dahinter, ein Gesicht steht dahinter und allein diese zwei, ja, Fakten, dass man eben öffentlich transparent wird, dass man halt sichtbar ist, dass es auch ein Stück weit länger sichtbar wird, sorgen dafür, dass man eben nicht, ja, irgendwelche, ja, Mobbing-Attacken oder dass man irgendeinen einen unqualifizierten Beitrag schreibt. Meine Frage hat ja auch so ein bisschen auf Mitarbeiterbewertung gezielt. Ja, das machen wir nicht. Also wir bewerten Ja, jetzt okay. nicht den einzelnen Mitarbeiter, sondern die Qualität, was er schreibt. Also man sieht dann, Okay. wie viel Feedback, wie viel Resonanz erzeugt ein Artikel. Wenn das schon Mitarbeiterbewertung ist, ich glaube, den Grad der Offenheit braucht man perspektivisch, sonst kriegt man keine Qualität in das System, weil sonst sind es einfach nur nebeneinander stehende Beiträge ohne Bewertungskomponente. Wie hart man jetzt diese Bewertungskomponente macht, also wir hatten Daumen hoch, Daumen runter, das kann man ja auch über Sterne machen, wie bei Amazon und eBay. Das muss man einfach sehen, was da zur Kultur passt. Aber ich glaube, ohne Bewertungskomponente ist das System nicht intelligent, sondern es produziert halt sehr viel Müll und damit Irrelevanz. Und damit haben alle, die dann immer sagen, ja, das bringt ja sowieso nichts, auch gewonnen. Also man braucht halt auch ein gutes System und ich würde mich sehr als Organisationsentwickler einsetzen, dass eine Bewertungskomponente mit dabei ist. Auch wenn es die Organisation erstmal überfordert, aber ohne das erzeuge ich keine Qualität.